Hey Leute, mein Name ist Grasumonomi und ja, heute möchte ich mit euch Illusion Ghostkiller spielen. Hierbei geht es um, sehr einfaches Spielprinzip, und zwar muss man in sozusagen toten Kreisen Kameras platzieren. Das Problem dabei ist, Jeff der Killer will euch töten. Wer nicht weiß, wer Jeff der Killer ist, unten habe ich einen Link. Der sollte so einiges erklären. Einfach draufklicken, wenn ihr nicht weiß, wer Jeff the Killer ist, okay? Und ja, ich sag mal, fangen wir gleich mal an. This is a place full of strange things. Many people have heard scary things coming from this place. I want to find out what to have. Oh, fuck you. Ja, wie hier schon steht, das Ziel ist es, 6 Kameras in diesen roten Zonen zu platzieren. Ja, ich mach ein bisschen leiser. Und schon geht's los. Neben mir ist meine kleine Schwester, sie schaut zu. Also, falls sie einen Schrei einmal hört, da kommt von ihr. Oder von mir, ja. Oh, da ist. Oh! Ich hab Angst. Nicht die Kamera aus. Ich habe keine Ahnung, wie man. Ach, ich hätte mir die Beschreibung vorher durchlesen sollen. Mann. Komm schon. Wie platziert man kann? Ah, hier steht's aber. E. Verdammt! Ah! Scheiße! Ah! Geh weg! Er ist weg! Hoffe ich zumindest. Oder? Oh Gott, ich hab Angst. Oh, da kann man ja auch eine Kamera platzieren. Oh Gott, ich hab Angst. Gott. Gott, ich hasse Jeff den Killer. Also, ich habe mir alle Creepypastas von ihm angehört und durchgelesen. Und ja. Wo ist er? Oh Gott. Oh Gott, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Ja, jetzt hat man es ganz leise gehört. Sleep well. Der typische okay. Puh, warte kurz, ich muss mir kurz die Controls anschauen. Wer ist die? Okay. Ich verstehe. Okay, jetzt geht's gleich wieder los. Nochmal. This is a place full of strange things. Many people have heard scary things coming from this place. I want to find out what happens in this place. Wer ist so behindert und geht einfach da rein, nur weil Leute erzählen, dass gruselige Sachen dort passieren? Und zwar mitten in der Nacht mit einer Taschenlampe. Wer ist so dumm? Oh, hier ist auch schon ein Teil. Hallo? Ah. Jeff the Killer. So bang. Einfach nur laufen. Oh Gott, ich hab Angst. Wow! Wo bist du? Weg! Oh Gott, das ist gar nicht gut für meine Psyche. Wo seid ihr? Mann, wieso? Wieso tut er das? Gott! Wieso? Gott! Okay, ich könnte euch eigentlich, während ich das spiele, die Geschichte von Jeff erzählen, also so viel wie ich weiß. Also die Geschichte geht ungefähr so. Jeff war ein
kleines Kind und selbst mit seiner Familie umgezogen, weiß ich was. Und ja, eines Tages kam irgendein Saudis oder Übel, wie man es auch nennen mag, zu ihm rüber und wollten seinen kleinen Bruder verprügeln. Und irgendwann ist das dann so eskaliert, dass diese Rowdies mit Pistolen zu ihm nach Hause gekommen sind oder zu einer Party oder so. Und da ist es irgendwie dazu gekommen, dass Jeffs Körper komplett verbrannt ist, weshalb sein Gesicht auch so weiß ist. Oh Gott! Und seine Psyche ist dann komplett kaputt gegangen. Komplett kaputt gegangen und ja, Gott, ich hab Angst. Ja, ich bin hier alleine zu Hause mit meiner Schwester und mit meinen Cousins. Oh Gott, ich hörte gar nicht diese kleinen Geräusche von irgendwoher. Ja. Gott, ich hab einfach nur Angst. Einfach nur Angst. Einfach nur Angst. Gott. Ich sehe gerade, ich nehme schon seit 6 Minuten auf. Ich glaube, das wird nur ein sehr kurzer Part, weil das ist sehr, sehr schädlich für meine Psyche. Sehr schädlich. Ich werde jetzt einfach hier durchrushen. Ach ja, und seine Psyche ist dann kaputt gegangen. Und er fand sich einfach nur so schön, dass er sich mit zwei Messern die Augenlider aus seinem Gesicht rausgeschnitten hat. Damit er nie wieder blinzeln muss oder einschlafen. Damit er immer sein Gesicht sehen kann. Oh Gott, ich glaube, ich gehe hin. Ja, ich gehe im Kreis. Ja, ich hasse mein Leben, ich hasse es. Okay, Leute, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Oh Gott, das war's für heute. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert und lasst einen Daumen hoch da. Falls nicht, Daumen runter und deabonniert mich. Einfach abonnieren und dann wieder deabonnieren. Und ja, das war's von mir. Viel Spaß noch und tschüss.